heißt, wir haben hier den ABS-Haken. Ja? Wir haben hier eine Startposition. Dort werden wir dann beschleunigen. Wir müssen schon relativ zügig beschleunigen, ne? Bis wir dann zu unserer eigentlichen Übung kommen. Dort sehen Sie das hinten, wo es auch wieder bewässert ist. Das heißt, ab diesem Punkt, wo es wirklich nass ist, gehen wir mit aller Kraft in die Bremse. Ja? Machen wir wirklich eine Notbremsung, eine Schlagbremsung und bleiben dann wirklich auf der Bremse bis zum Stillstand. Ne? Wenn Sie jetzt nach vorne schauen, sehen Sie diese eine Pylone, die uns da mehr oder weniger im Weg steht. Mhm. Ne? Das soll ein Fahrzeug simulieren oder ein Hindernis simulieren. Und die Distanz von der Anfahrtsgeschwindigkeit von 80 km/h bis zur Pylone, die ist so gewählt, dass es nicht reicht, bis zum Stillstand durchzubremsen. Mhm. Ja? Das heißt, wir bremsen und müssen dann vor dem Stillstand, vor der Pylone nach links ausweichen, mhm, und dann nochmal das Fahrzeug gerade stellen. Mhm. Das heißt, wir beschleunigen relativ stark, bremsen ab dem Wasserhindernis, ab dem Wasser, ja? Mhm. Spitz nach links und bleiben dann bis zum Stillstand auf. Wird da vorne die Geschwindigkeit nochmal gemessen? Genau, die wird gemessen. Mhm. Wenn wir dann wirklich eine Notbremsung gemacht haben, sehen Sie es, dass dann die Warnblinkanlage, mhm, angeht. Ja? Mhm. Genau. Und wie gesagt, bis zum Stillstand eben durchbremsen.